Eins der coolsten Features der Apple Watch ist meiner Meinung nach die Möglichkeit, das Armband ganz einfach zu wechseln, um entsprechend eins für Sport, eins zum abends mal ausgehen oder eben auch für den Alltag zu verwenden. Und aus diesem Grund möchte ich euch gerne heute mal meine Sammlung bzw. ein paar ausgewählte Apple Watch Armbänder zeigen. Und ich hoffe natürlich auch, dass das ein oder andere Band für euch mit dabei ist. Sollten euch Videos rund um die Apple Watch gefallen, dann lasst doch jetzt gerne kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr. Wir schauen uns jetzt aber direkt nach dem Intro einmal ein paar Apple Watch Armbänder für verschiedene Anlässe an und dabei wünsche ich euch jetzt natürlich viel Spaß. Beginnen wir doch einfach einmal mit dem Apple Watch Armband, was ich aktuell an meiner Uhr trage. Das ist nämlich ein Louis Vuitton Armband, allerdings natürlich kein echtes, denn Louis Vuitton bietet keine Apple Watch Armbänder an, aber auf Etsy kann man diese bestellen, dann verarbeiten sozusagen Privatpersonen aus alten Taschen oder ähnlichem so eine Armbänder und die kann man dann ganz einfach bestellen und entsprechend auch an der Apple Watch verwenden. Beim Joggen oder zum Beispiel im Fitnessstudio nutze ich natürlich gerne das Standardarmband von Apple, die Silikon-Variante. Aber auch andere Firmen bieten coole Sportarmbänder an, wie zum Beispiel die Firma Monowear Design, die unter anderem auch Nylon-Armbänder anbietet. Und die finde ich sehr angenehm im Tragekomfort, vor allem weil sie auch wirklich sehr leicht sind und sich gut anfühlen. Und außerdem gibt es sie in verschiedenen Farben und so kann man sehr gut die Apple Watch mit diesen Armbändern kombinieren. Ebenfalls ganz gerne von der Firma Monowear nutze ich das Canvas-Armband in der Farbe Blau, was ich ebenfalls sehr schön finde und eben für den Alltag wirklich sehr ansprechend ist. Also es ist bequem und man kann es eben so ohne Probleme täglich tragen. Es sieht sehr gut aus und auch da haben wir eben die Möglichkeit zwischen verschiedenen Farben zu wählen. Und das Coole am Monowear ist, dass sie wirklich verhältnismäßig gute Qualität bieten, dafür aber sehr günstig sind. Also zum Beispiel dieses Canvas-Armband kostet nur $38 und das finde ich für ein Qualitätsprodukt wie dieses auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Switchen wir nun rüber zur Firma Nomad, denn diese bieten sehr viele hochwertige Lederarmbänder an und diese zeige ich euch am Beispiel der Apple Watch von meiner Freundin, denn diese hat eine andere Farbe, nämlich die goldene Variante in der Edelstahlversion und diese Armbänder sehen natürlich sehr edel aus, in diesem Fall einmal in einer schwarzen Variante und in einer cremigen Variante in beige und die sehen natürlich wirklich sehr schick aus, finde ich persönlich. Und Nomad bietet auf jeden Fall sehr hochwertige Produkte an, nicht nur was Apple Watch Armbänder angeht, sondern auch was andere Produkte angeht. Da habe ich euch auf meinem Kanal ja schon das ein oder andere gezeigt. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und ich nutze diese Armbänder auch schon in älteren Generationen jetzt über mehrere Jahre. Ich habe einige von diesen verwendet und kann sie auf jeden Fall ebenfalls sehr empfehlen. Ebenfalls nicht fehlen darf natürlich die deutsche Firma Bandwerk, die ich euch in einigen Videos bereits einmal vorgestellt habe auf diesem Kanal. Und diese produzieren eben sehr hochwertige Lederarmbänder in verschiedenen Varianten und was ich persönlich sehr schön finde, ist, dass sie noch einmal in einer kleinen Tasche geliefert werden und dann noch mal in so einer Holzschatulle und wenn man diese eben verschenken möchte, diese Armbänder zum Geburtstag, zu Weihnachten etc., ist das auf jeden Fall immer ein Hingucker, wenn das Armband noch einmal extra verpackt wurde. Ich persönlich nutze von der Firma Bandwerk hauptsächlich standardmäßige Lederarmbänder, also ganz klassisch in Braun oder in Schwarz. Es gibt aber eben auch verschiedene Farben wie Weiß, Blau oder ähnliches. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall austoben. Da gibt es sehr viele verschiedene Varianten. Und wie gesagt, die Qualität ist auf jeden Fall sehr gut. Die Armbänder sind ein bisschen teurer jetzt im Vergleich zu Monowear. Dafür aber auch Made in Germany. Und ihr habt das Problem mit dem Verschicken nicht, denn Monowear ist eben in Amerika. Das heißt, da müsst ihr auch ein bisschen länger warten und habt ein bisschen mehr Probleme in Anführungszeichen mit den Lieferzeiten. Übrigens sind alle Armbänder, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, offiziell für die Apple Watch Series 4 und Series 5. Ihr könnt natürlich auch für ältere Generationen diese Armbänder verwenden. Dann habt ihr zum Teil so einen kleinen Spaltmaß, aber meistens könnt ihr auf den Webseiten auch noch ältere Apple Watch Generationen, wie zum Beispiel die dritte, auswählen und dann entsprechend dafür den richtigen Adapter auswählen. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Farben, sprich wenn ihr eine silberne, eine schwarze oder eine goldene Apple Watch habt, dann könnt ihr dort noch wählen. Genauso wie wenn ihr Aluminium oder Edelstahl habt, da habt ihr dann immer die Option, die Größe, die Farbe und das Material auszuwählen. Das wären so grob die aktuellen Apple Watch Armbänder, die ich verwende. Wie gesagt, ich werde euch jetzt immer wieder so ein paar Armbänder im Hintergrund eingeblendet haben, wie diese eben aussehen und welche ich aktuell im Gebrauch habe. Manche nutze ich sehr selten, andere wirklich
täglich und ich tausche immer gerne durch, gerade wenn man mal zum Sport geht oder wenn man mal abends essen geht oder täglich auf der Arbeit, dann kann man eben mal entsprechend wählen und das finde ich wirklich sehr cool, dass die Apple Watch das Ganze bietet, ähnlich wie es ja mit der Case vom iPhone auch ist, da kann man ebenfalls wählen und das finde ich bei der Apple Watch wirklich sehr praktisch, dass man ganz einfach das Armband wechseln kann und daher immer zum entsprechenden Anlass ein anderes Armband wählen kann. Ihr dürft mir natürlich jetzt sehr gerne eure Meinung zu den unterschiedlichen Armbändern und auch zu den Firmen unten in die Kommentare schreiben. Kennt ihr noch weitere gute Apple Watch Armbandfirmen, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare, schaue ich mir gerne an und schaue mal, ob ich das ein oder andere Produkt euch hier noch vorstellen kann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst euch jetzt gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!